Herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Portal. Ja, wir sind nun in der Testkammer Nummer 16 von 19. Und jetzt kriegen wir es mit Militärandroiden zu tun. Oh! Ich bin dir nicht böse. Ach schön, danke. Die sind immer so freundlich irgendwie, aber trotzdem irgendwie böse. Böse, aber freundlich. Schau, glotz mich nicht so an. Wichtiger Testapparat zerstört. Ha. Bitte lass mich runter. Ach wirklich? Okay. Wieso? Weil du scheiße bist. So. Ich will runter. Kannst du? Ach, danke. Wie freundlich von dir. Hallo. Ziel verloren, dabei stehe ich hier. Ba, ba, ba. Ah, kannst mir nichts tun. Scheißteil. Help. Und eine Hand ab. Alter, was geht denn hier vor? Schauen wir uns hier mal um. The cake is a lie. Also der Kuchen ist eine Lüge. Also dürfen wir darauf nicht reinfallen. Hello, can I help you? Nein, kannst du nicht. Help? Was haben wir denn hier? Da wird auf dem Prozessor gekocht. Milch? Bohnen? Das da war wahrscheinlich Wasser oder sowas. Also hier lebte wahrscheinlich irgendjemand. Und das da war der Kackkessel oder was? Ja, ich will einfach nur weg hier, ganz ehrlich. Einfach nur verschwinden. Ach süß. Ich dich auch nicht. Nein. Du kriegst jetzt auch was auf den Kopf. Und tschüss, ja. Oh. Oh. Ich hab wieder was gesehen. Ich hab wieder was gesehen und zwar das hier! Alter, der macht mich wahnsinnig! Überall in jeder Kammer! Wartet er auf uns, um uns wahnsinnig zu machen. Nee, ohne Scheiß jetzt. Okay. Ja, da bin ich. Aber jetzt bin ich oben dir. Okay. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Ich glaube, der sieht uns nicht, oder? Ja, super. Genau so, wie ich wollte. Ach toll! Alter Schwede! Oi! Suche! Und tschüss! Hey! So, nochmal Schwein gehabt. Nicht! Doch! Sehr gut, Android.
Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Alter, was geht mit der Krankenkopf? Ach. Und weiter geht's. In die nächste Testkammer. Jetzt wird's immer komplizierter. Juhu, die Hui, Ladedaten. Ach, wie schön. Und jetzt? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Ach, schön. Vielen Dank, schön. Okay, viel erwartet uns nicht, hauptsächlich Laser. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ach so. Glaube ich weiß wie. Ha! Genial, irgendwie. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Brechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Entschuldigung, ich musste wieder schneiden vorhin, hatte schon wieder einen kleinen Aufhänger, keine Ahnung warum. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ach. Funktioniert das jetzt? Ach, wie geil. Was zum... Alter! Dreh durch! Okay. Und weiter geht's. Ach, müssen wir hier... Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Also ich glaube ja kaum, dass der mit mir spricht, aber... Gut, wer weiß. Ich glaube, der muss hier hin, weil da komme ich ja nicht hin. Danach... Gibt es noch einen zweiten oder muss ich da irgendwie improvisieren? Wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier? Okay, da hat wohl jemand seinen Kubus wirklich sehr geliebt. She's watching you, beep. Okay. Komm mal weg da. Cake, haha, the cake, a lie. Ja, gut. Also auf den Kuchen dürfen wir wohl nicht reinfallen, ne? Haben wir gelernt. Ach, der ist gestorben. Currently not in wrath. The Reaper. Ach, egal. Gehen wir weiter.
Das sind wohl schon ein paar Testpersonen durchgedreht und haben wirklich die Inkubus geliebt. Hier kommt keiner mehr. Okay, mal sehen, ob das jetzt so funktioniert. Aber erst beim nächsten... Oh! Komm, schick. Ich kann da nicht stehen bleiben, deshalb muss ich erst nachher betätigen. Ach toll. Hat funktioniert. Jetzt dürften eigentlich alle, genau. Jetzt müssen wir hoch. Dann hier rüber. Alter, diese Musik! Die wollen mich wirklich quälen hier. Ach schön. Okay, dann lege ich den mal hier hin. Keine Ahnung, was dann passiert. Da öffnet sich die Tür dort. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Was, jetzt muss ich ihn töten? Wieso? Ihr seid doch wirklich herzlose Bastarde, wirklich, ey. Gibt's doch nicht sowas. Alter. Tut mir leid, Kleiner. Aber sonst komme ich nicht mehr weiter. Seien Sie versichert, Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Was? Jetzt lässt sie mich als einen herzlosen Bastard dastehen? Das glaube ich ja jetzt nicht, oder? Ach du Scheiße. Naja, wir gehen halt mal weiter. Alter, was für ein krankes Spiel treiben die da mit uns. Ladedaten. Willkommen zurück zu Ladedaten. Natürlich spannender als jede Fernsehserie. Super. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Wie bitte? Ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen? Die wollen Kuchen aus mir machen, hallo? Sind wir hier bei Sweeney Todd oder was? Alter. Testcam 18 sind wir schon. Ach du Scheiße, sind wir schnell. Gut. Oh, jetzt bin ich fast... Geht's ja... Hört ihr auch, was ich höre? Alter! Du kommst jetzt mal schön mit, du. Du kommst jetzt mal schön mit. Ja! Alter! Die Musik spielt trotzdem weiter, obwohl er im Wasser ist. Was ist los hier? Nein, von da sind wir gekommen. Also müssen wir hier weitergehen. Alter, war das knapp. Ach du Scheiße. Drei dort. Die vier ist dort.
Entschuldigung, wieder kleiner Schnitt, hat sich wieder aufgehängt. Ich muss da nach drüben. Nein. Oh, jetzt wird's interessant, Freunde. Alter, du Arsch! Man muss sie einfach mit diesen Kugeln umbringen. Und tschüss. So, Entschuldigung, schon wieder ein kleiner Schnitt hat sich schon wieder aufgehängt. Doing. Am einfachsten könnt ihr euch einfach auf diese Strahlen achten. Dort ein Portal hinsetzen. Und dann... Gut, das können wir gleich lassen. Dann seht ihr... Doing. Dann auch hier, dieser Strahl hier. Und ein Portal dahin. Dann dürfte es der letzte auch noch wegräumen. Alter, die Musik ist so laut hier. Doing. Schon wieder ein kleiner Schnitt. Entschuldigung, hat sich schon wieder aufgehängt. So langsam nervt's. Okay, gut. Das nächste ist... Hier hinten befindet sich der... Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Einfach dieser Laser muss hier rein, dieser Laserkugel. Wie mache ich das am besten denn? Okay, jetzt kommt's. Ah. Hat ja super geklappt. Jetzt haut er einfach ab. Da kann ich leider kein Portal hinschießen. Aber irgendwas sagt mir, dass ich hier schon mal ein Portal platzieren sollte. Für einen Fall der Fälle. Da oben komme ich nicht hin. Ah, super. Was passiert eigentlich, wenn ich hier das drücke? Ach so. Okay. Dann muss ich wohl dort... Und... Ah, okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich es wieder. Hier ein Portal hin. Dann hier unten eins hin. Und runterspringen. Doing! Dann können wir den Kleinen hier mitnehmen. Aber wir müssen leider noch mal rübergehen. Um die Wand dort zu öffnen, dass wir wieder zurückkommen. So. Die Wand hat sich geöffnet und wir können rein. Obwohl... Alter. So. Ah, jetzt wird es lustig. Wichtiger Testapparat zerstört. So. Ein Portal hierhin, dann ein Portal hierhin. Das finde ich eine ziemlich lustige. Seht ihr auch, was dort ist? Ein Radio! Alter, wieso wollt ihr mich so quälen? Okay, dann
Jetzt müssen wir einfach schauen. Hier ist das Blaue. Gut. Nächster Versuch. Das Orangene muss ich schießen. So. Dann das Blaue. Dann wieder das Orangene. Dann wieder das Blaue, wahrscheinlich dorthin, hoffe ich mal. Sehr gut. Ha, super. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Na, das klingt ja wieder mal super. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Testkammer schon, oder? Testkammer Nummer 19. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir aber gar nicht sicher, aber... Ladedaten wieder mal. Ich lade auch gleich Daten, ey. So. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Alter. Die und jede Probleme. Okay, wir sind nun bei der letzten Testkammer angelangt. Und hier schaut Kuchen. Aber vergesst nicht, was uns gesagt wurde. Der Kuchen ist eine Lüge. Also wie das hier mit der Testkammer Nummer 19 weitergeht und mit dem Kuchen und allem drum und dran, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi!